sie irgendwie den Tod an. Der erste Wagen war ein Unfall. Die anderen waren alles Selbstmorde. Also wer macht mich zum Werkzeug des Todes? Gott kann es ja wohl nicht sein, oder? Nein. Es ist in einem Abstand von ungefähr 2 Jahren passiert. Arbeiten Sie noch als Lokführer? Seit einem halben Jahr nicht mehr. Ich habe mich krank schreiben lassen. Sie sind verheiratet? Meine Frau hat es nicht mehr ausgehalten mit mir. Sie ist einfach ausgezogen. Haben Sie noch Kontakt zu ihr? Nein. Hatten Sie jemals Kontakt zu den Angehörigen? Ich habe es versucht, aber sie konnten nichts mit mir anfangen. Wieso auch? Ich kam ihnen vor wie ein Monster, das in ihr Leben eindringt. Jedes Mal? Der letzte Selbstmord vor einem halben Jahr war der schlimmste. Der Mann hat sich meine Fahrzeiten auf meiner Lok besorgt. Dann hat er sich auf die Schienen gelegt. Ich habe ihn zu spät gesehen. Warum hat er sich ausgerechnet Sie ausgesucht? Ich habe ein Verhältnis mit seiner Frau. Jetzt können Sie sich vorstellen, wie es mir geht. Können Sie mir helfen? Ich will es versuchen. Haben Sie zu diesem letzten Selbstmord Aussage bei der Polizei gemacht? Hätte ich das tun sollen? Vielleicht. Es hätte nichts geändert. Wie war's? Er meinte, ich hätte der Polizei die Hintergründe für den Selbstmord deines Mannes erzählen sollen. Vielleicht kann er mir helfen. Fahr mich bitte nach Hause. Ich will mich umziehen. Ich gehe noch joggen. Hier, das kommt zu den Akten des Patienten. Furchtbar. Schrecklich. Oh.
Ich habe der Frau eine Spritze gegeben. Danke. Kann ich mit dir reden? Ich glaube ja. Guten Tag, mein Name ist Chris. Ich leite die Untersuchung. Der Tote draußen. Ist das Ihr Mann oder Ihr Freund? Mein Freund. Tut mir sehr leid für Sie, was da passiert ist. Sagen Sie mir bitte Ihren Namen. Schultes. Viola Schultes. Frau Schultes, Sie waren in Ihrem Wagen, ja? Ich warte da immer auf ihn in der Brücke. Haben Sie gesehen, wer geschossen hat? Frau Schultes, haben Sie mich verstanden? Die Veröffentlichung der Fotos liegt ausschließlich bei mir, damit wir uns nicht falsch verstehen. Dann wissen Sie ja sicher, wie der heißt? Ja, Ulrich Schilling. Und was gab's bei dem zu fotografieren? Ich wollte eine Homestory über ihn machen. Was denn für eine Homestory? Sie wissen nicht, wer das ist, ja? Nee. Der war mal Lokführer. Und im Laufe der Jahre haben sich drei Menschen vor ihm auf die Schienen gelegt und er hat sie überfahren. Furchtbar. Ja, also der Wirkung nach war das ein Schuss aus einem Gewehr. Der Schuss muss von da drüben gekommen sein, von dem Gelände. Ah, dann macht mal. Was ist denn mit der Frau? Die wird erst mal in die Klinik gebracht. Über ihn habe ich neulich gelesen. Schreckliches Schicksal. Mir hat's ihn selber erwischt. Die Reihenfolge, die ihr vorgeht, überlasse ich euch. Sucht nach Zeugen. Ich schicke die Spurensicherung rüber. Ja, macht das. Und was machst du? Das erzähle ich euch später. Kannst du mir vielleicht mal sagen, wo wir hier Zeugen auftreiben sollen? Wenn überhaupt, dann vielleicht da hinten. Und wie kommen wir da hin? Dann müssen wir außen rum. Toll. Ja, ist gut, ich sag's Ihnen. Ende. Das war Leo. Der muss zum Staatsanwalt. Und du sollst bitte in die Praxis von diesem Psychiater fahren, wo der Schilling-Patient war. Ach, okay, dann fahr du ins Labor, lass die Fotos entwickeln und zu Leo bringen. Wir treffen uns im Büro, hm? Okay. Können Sie mir bitte helfen? Danke. Guten Tag. Richter, mein Name. Also, wenn ich ehrlich bin, kommen Sie nicht gerade gelegen. Och, ich mach's kurz. Bitte. Danke. Vor etwa 4 Stunden war ein gewisser Ulrich Schilling bei Ihnen, richtig? Richtig. Ulrich Schilling ist vor 1 Stunde erschossen worden. Bitte lassen Sie uns allein. Sie wissen, wer der Herr Schilling war? Ja. Ja. Jetzt hat ihn der Tod selbst eingeholt. Wie lange war Herr Schilling eigentlich schon Patient von Ihnen? Nächste Woche hätte er den ersten Termin gehabt. Aber bitte, nehmen Sie Platz. Dankeschön, das war's eigentlich schon. Wiedersehen. Einen Mordanschlag auf einen Jogger gegeben. Der Tote ist nach unseren Informationen ein ehemaliger Lokführer. Die Polizei ist dabei, die Spuren des Verbrechens zu sichern.
Man nimmt an, dass der Schuss aus einem Gewehr stammt. Ja, Kassier? Ja, das ist richtig. Von wo rufen Sie an? Und vor allem, warum rufen Sie an? Ich rufe aus Hamburg an. Ich bin der Bruder des toten Lokführers. Wir sind hier zwei Brüder in Hamburg. Um Gottes Willen, was ist passiert? Warum? Wir wissen es noch nicht. Ich möchte auch am Telefon nicht darüber reden. Ja. Sie leben in Hamburg? Wie schnell könnten Sie herkommen? Und Ihre Eltern? Unsere Eltern? Die leben nicht mehr. Unsere Eltern haben Ulrich aus dem Waisenhaus angenommen und adoptiert. Sobald Sie in München ankommen, melden Sie sich bitte bei uns. Ja. Danke. Wiederhören. Ulrich Schilling hatte zwei Brüder. Mhm. Willst du jetzt die gute Nachricht hören oder erst die schlechte? Die schlechte. Wir haben bisher nicht einen einzigen Zeugen, der uns irgendwas zu dem Schützen sagen kann. Und die gute? Vor 4 Tagen ist ein Mann aus der geschlossenen Psychiatrie ausgebrochen. Was ist daran gut? Was hat das mit uns zu tun? Er ist der Vater einer der Selbstmörder, die sich von Schilling haben überfahren lassen. Der Junge war gerade erst 18. Der Vater heißt Hubert Baum, ist schon in der Fahndung. War der schon bei ihm zu Hause? Nee, wir wollten erst mal mit dir reden. Ja, was gibt's da zu sprechen? Wir sind ja schon weg. Wisst ihr, wo wir die Frau von dem toten Lokführer finden? Von dem Ulrich Schilling? Nein, die ist verschwunden. Bis dann. Von dir höre ich ja überhaupt nichts mehr. Das habe ich dir besorgt. Das sind Unterlagen von allen Todesfällen auf Schienen. Der Vater von einem der Toten ist aus der geschlossenen Psychiatrie abgehauen. Das kann nicht wahr sein. Der letzte Tote hieß Thomas Schultes. Ja, und? Ja, weißt du, wie die Freundin von Schilling heißt? Unsere Zeugin? Viola Schultes. Krieg doch mal raus, ob die noch in der Klinik ist. Ich hätte gerne das Schwabinger Krankenhaus, bitte. Was wollen Sie? Guten Tag, wir sind von der Polizei. Dürfen wir reinkommen? Es waren schon Kollegen hier. Ich weiß nicht, wo mein Mann ist. Frau Baum, wir müssen trotzdem mit Ihnen reden. Kommen Sie. Danke. Seit 2 Jahren ist unser Sohn tot. Ich habe genug geweint. Was gibt es noch zu reden? Eines Tages werden Sie kommen und mir sagen, dass sich mein Mann auch umgebracht hat. War Ihr Mann in den letzten Tagen mal hier? Nein. Haben mich die anderen auch schon gefragt. Oh. Ihr Mann geht auf die Jagd? Ja. Was wollen Sie eigentlich von mir? Der Lokführer, der Ihren Sohn überfahren hat, ist heute erschossen worden. Gibt es hier einen Gewehrschrank? Ja. Kann ich den mal sehen? Wir wissen nicht, was im Kopf Ihres Mannes vorgeht. Er ist in psychiatrischer Behandlung. Der Mann von Frau Baum ist Jäger.
Die Waffen haben wir sichergestellt. Aha. Dann fahrt doch mal zu Viola Schultes nach Hause und bringt sie uns hierher. Haben wir die Adresse? Haben wir. Gut, bis dann. Okay, Ende. Hm? Was ist? Der Hubert Baum hat jede Menge Jagdwaffen zu Hause stehen. Gewehre. Mhm. Jetzt sag mal was. Ein Däubel will ich tun. Ich koch Kaffee. Oh Gott, lieber nicht. Dann mach du. Gut. Guten Tag. Danke. Mein Name ist Schilling. Ach, ja, wir suchen Sie schon. Ich habe im Radio gehört, was passiert ist. Möchte Ihnen mein Beileid aussprechen. Mein Name ist Kress, bitte nehmen Sie Platz. Merkwürdig. Ich habe immer gedacht, dass sein Leben mal so enden würde. Wie kommen Sie drauf? Der Tod war zum Mittelpunkt seines Lebens geworden. Das kann ich Ihnen nicht erklären. Sie haben sich getrennt von Ihrem Mann? Es war nicht mehr auszuhalten mit ihm. Sie wissen, dass er eine Freundin hatte? Viola Schultes. Der Mann von dieser Frau hat sich von meinem Mann töten lassen. Furchtbar. Was muss ich sonst noch über Ihren Mann wissen? Seine Eltern haben ihn adoptiert. Er hat noch zwei jüngere Brüder. Was machen die? Die arbeiten als Schausteller. Im Moment sind sie in Hamburg, glaube ich. Hm. Sind sie denn auch geschieden? Mein Mann wollte sich nicht scheiden lassen. Hm. Haben Sie einen Freund? So was sollten Sie mich nicht fragen. Muss ich aber. Nein, ich habe keinen Freund. Wovon leben Sie? Ich arbeite in einer Boutique. Entschuldigung, kommst du mit dem Mal? Nur einen kleinen Moment. Ich kann dir eine kleine Freude machen. Wir haben im Garten wenigstens diese Patronenhülse gefunden. Hm, Büchsenmunition. Die Auswertung der Fußspuren wird nicht viel bringen, das kann ich dir jetzt schon sagen. Ja, danke. Ich muss noch ein paar Worte mit Frau Schilling reden. Mein Arzt hat mir ausdrücklich verboten, die Wohnung zu verlassen. Hier haben Sie auch mit Ihrem Mann gelebt? Ja. Wie konnten Sie denn mit dem Selbstmord Ihres Mannes umgehen? Haben Sie sich schuldig gefühlt? Ja, auch. Können Sie sich nicht setzen? In den Ermittlungen zum Selbstmord Ihres Mannes hat Ihr Freund damals verschwiegen, dass er mit Ihnen ein Verhältnis hatte. Er wollte mich schützen. Und jetzt haben Sie Ihren Freund auch verloren. Ja. Haben Sie eine Ahnung, wer Ihren Freund heute Morgen erschossen hat? Vor 4 Wochen ist ein Bruder meines Mannes aus der Vollzugsanstalt entlassen worden. Er hat gedroht, seinen Bruder zu rächen. Sagen Sie uns bitte den Namen. Boris Schultes. Und weswegen hat er gesessen? Wegen schwerer Körperverletzung, zum wiederholten Mal. Ich konnte den nie leiden, der war so ganz anders als mein Mann. Ja, Schultes? Du solltest dich lieber der Polizei stellen. Das war er. Und was hat er gesagt? Frau Schultes. Jetzt musst du auf dich aufpassen. Wir werden uns um Sie kümmern.
habe Ihnen doch gesagt, er ist heute früh ausgezogen, der Boris Schultes. Und wohin? Also, das hat er mir nicht gesagt. Immer wenn er entlassen wird, dann kommt er erst mal hierher. Könnten Sie bitte nachsehen, ob er telefoniert hat? Nein, hat er nicht. Gut, danke. Wiedersehen. Wir sind da. Ja, komm drauf. Hallo. Sie sind hier in einer Zeugenschutzwohnung. Die Kollegen werden eine Zeit lang auf Sie aufpassen. Das ist Frau Hassel, Herr Neureuther, Frau Schultes. Kommen Sie bitte, ich zeige Ihnen jetzt mal. Wir gehen dann, ja? Wiedersehen. Da ist das Bad und da ist das Zimmer, Frau Schultes. Danke. Wenn der sich nur wichtig macht? Bruno Schultes. Puh, wenn du dich da irrst, wirst du deines Lebens nicht mehr froh. Also lass das mal lieber so. Hat denn niemand diesen Schuss gehört? Den Schuss haben viele gehört. Aber? Keiner hat was gesehen. Ja? Wagenberger, mein Name. Dr. Wagenberger. Ich bin Oberarzt der Psychiatrie, in der Herr Baum war. Guten Tag, mein Name ist Kress. Herr Doktor, ich wäre doch zu Ihnen gekommen. Das ist Herr Richter, Herr Riedmann, Herr Heimann. Bitte, nehmen Sie Platz. Wenn ich richtig informiert bin, verdächtigen Sie Herrn Baum des Mordes an dem Lokomotivführer, der seinen Sohn überfahren hat. Ja, würden Sie ihm denn den Mord zutrauen? Sein Aggressionspotenzial ist zwar groß und zielgerichtet, aber deswegen muss es nicht unbedingt zur Tat kommen. Auch solche Menschen haben Blockaden. Aber ausschließen können Sie es nicht. Nein, das kann ich nicht. Entschuldigung. Ja, Kreis hier. Hä? Wo ist das? Ja, wir kommen. Danke. Haben Sie gewusst, dass Herr Baum eine Jagdhütte hat? Nein. Der ist da erschossen aufgefunden worden. Und was bedeutet das jetzt für Sie? Ja. Das kann ich jetzt noch nicht sagen. Tja, kann man nichts machen. Tut mir leid, Herr Doktor, wir melden uns wieder bei Ihnen. Bitte schön. Also, für mich war das Selbstmord. Mit einem Gewehr? Ja, Büchsflinte. Schrot oder Kugel? Ja, das kann man jetzt nicht mehr sagen. Lass das Gewehr sofort ins LKA schicken. Wenn wir Glück haben, ist es die Waffe, die wir suchen. Zum Mord an Schilling. So. Moment mal, Moment mal. Also, es sollte wirklich nur reingehen, wer da unbedingt rein muss. Er hat sie in den Mund geschossen, die ganze Schädeldecke ist weg. Ich muss das nicht unbedingt sehen. Telefon? Ja? Lass mich mal gehen. Nächster Halt. Hauptbahnhof München, Endstation. Bitte alle aussteigen. Thank you.
Nein, nein, ich warte. Denn hohe Schuld ist, kann doch nicht der Erdboden verschluckt. Möchtest du? Nee, danke. Also, es hat sich erledigt. Aus der Waffe, mit der sich Hubert Baum getötet hat, ist nicht auf Ulrich Schilling geschossen worden. Möchtest du? Danke. Und was ist mit den anderen Jagdwaffen von ihm? Nimmt das LKA heute im Vergleich. Also, weiter geht's. Ich muss los. Monsieur, vielleicht. Danke. Ihr findet mich in der Wohnung von Ulrich Schilling. Du, eine Patronenhülse bis jetzt ist aber ein bisschen wenig. Ja. Und wo ist die Viola Schultes untergebracht? Was wird jetzt mit der Wohnung von Herrn Schilling? Sie können sich damit Zeit lassen. Kann ich Ihnen helfen? Danke, es geht schon. Kann man die Vorhänge nicht mal kurz aufmachen? Das geht leider nicht. Sie glauben wirklich, der Bruder meines Mannes will mich töten? Ausschließen können wir es nicht. Ich habe Ihnen Tee gemacht. Danke. Ich weiß wirklich nicht, wie ich Ihnen helfen soll. Vielleicht wissen Sie ja was über Boris Schultes, das nicht in seiner Akte steht. Ich habe Ihnen doch schon gesagt, das war ein furchtbarer Mensch. Ich fand ihn brutal, rücksichtslos. Entschuldigung. Ja, Heimann? Ich lese dir mal was vor. Für den Fall meines Todes bekommt meine Frau ihren Pflichtteil. 200.000 Euro gehen an Frau Viola Schultes. Der Rest geht an meine Brüder Hartmut und Bruno Schilling. Darunter steht Entwurf eines Testaments. Weißt du, in welchem Notariat es hinterlegt ist? Bisher noch nicht. Mhm. Bis gleich, Ende. Bis dann. Sagen Sie, was ist das eigentlich für ein Vermögen, das Ihr Freund da zu vererben hat? Er hat von seinem leiblichen Großvater ein Grundstück geerbt. Das hat er verkauft. Auf dem Girokonto von Ulrich Schilling befinden sich 70.000 Euro. Und der große Rest ist in Festgeld angelegt. Und wie viel ist das? Etwas über 1 Million. Boah. Na, sag was, Leo. Ja, warum? Vielleicht gibt es ja noch ein Motiv. Außer Rache. Und womit willst du den Verdacht begründen? Wer am meisten kriegt, der war's. Oder wie? Trotzdem hat Gerd recht. Weiß ich selber. Aber zunächst halten wir uns mal an das, was wir haben. Im Zusammenhang mit dem Mord an Ulrich Schilling gab es ja eine Drohung gegen seine Freundin Viola Schultes. Und zwar von Boris Schultes, der ihr die Mitschuld am Selbstmord seines Bruders gab. Und deshalb hätte ich den jetzt gerne mal so langsam. Aber mehr Fahndung als Fahndung geht nicht, Leo. Gute Christina, mein Name ist Schilling. Hallo, ich bin's.
bin gegenüber in der Telefonzone. Kannst du nicht zuhören? Ich habe doch gesagt, wir sollten es erst mal eine Weile aus dem Weg gehen. Vielleicht hättest du Viola Schultes nicht drohen sollen. Jetzt hör doch auf, das nützt euch jetzt auch nichts mehr. Ich komme jetzt rüber und hol mir den Schlüssel zu deinem Gartenhaus. Bist du verrückt? Ja, was soll ich denn machen? Ich muss doch irgendwo bleiben. Du kannst hier nicht reinkommen. Ja gut, dann kommst du jetzt raus und dann legst du den Schlüssel auf den rechten Vorderreifen von deinem Wagen. Ja? Wir möchten zu Ihnen. Ich kann mir nicht vorstellen, was Sie von mir wollen. Entschuldigung. Wir würden gerne unseren toten Bruder sehen. Mein Name ist Hartmut Schilling. Bruno Schilling. Das geht nicht einfach so. Wir können Ihnen unsere Ausweise zeigen. Das reicht nicht. Warten Sie bitte. Ich wollte nur sagen, das LKA hat angerufen. Aus keinem der Gewehre aus dem Schrank von Hubert Baum ist auf Ulrich Schilling geschossen worden. Kannst du mal versuchen, Gerd und Axel zu finden? Sag ihnen, die beiden Brüder Schilling sind gerade in der Rechtsmedizin. Mach ich. Ja, Kreis hier. Den Herrn Staatsanwalt hätte ich gerne. Ja, das ist unser Bruder. Wann können wir ihn beerdigen? Lassen Sie uns draußen drüber reden. Können wir Sie erreichen? Danke. Sollen wir Sie irgendwo absetzen? Wir gehen zu Fuß. Danke, wir müssen das erst einmal alles verarbeiten. Wir sagen Ihnen Bescheid, wenn wir die Leiche Ihres Bruders freigeben. Bis zur Testamentseröffnung bleiben Sie aber noch. Nehme ich mal an. Was für eine... Ja. Ja, natürlich, zur Testamentseröffnung. Wir melden uns bei Ihnen. Hauptkommissar Kress würde gern noch mit Ihnen reden. Wiedersehen.
214, bitte. Da war ein Anruf für Sie. Und, wer will was von uns? Das Polizeipräsidium hat angerufen. Sie möchten morgen Mittag dort vorbeikommen. Wollen Sie gar nicht wissen, wohin? Mordkommission 2? Ja. Danke. Bruno. Auf unser Wohl. Das ist erstmal die Abendausgabe. Die anderen Zeitungen bringen Ihnen morgen früh. Ja, Chris. Wir sind noch da. Ja. Gut, danke. Bruder Schilling kommt. Die waren da erst für morgen früh vorgesehen. Hast du dir mal Gedanken über das Erbe gemacht? Nur über die Aufteilung. Für die Brüder zum Beispiel wäre das etwa 500.000. Ja, das ist nicht gerade wenig. Die Eröffnung des Testaments ist übermorgen. Ja. Kommen Sie rein. Haben Sie ja Glück, dass wir noch da sind. Wir haben Sie erst für morgen früh erwartet. Das ist Hauptkommissar Kress. Ja, bitte nehmen Sie Platz. Schilling. Bruno Schilling. Eigentlich sind wir hier. Ja, wir suchen die Freunde von unserem Bruder. Viola Schultes. Sie ist verschwunden. Ja, da hat es sowas wie eine Morddrohung gegen sie gegeben. Und deshalb steht sie jetzt unter Zeugenschutz. Ja. Können wir mit dir sprechen? Nein, können Sie nicht. Entschuldigung, haben wir nicht das Recht, etwas über den Tod unseres Bruders zu erfahren? Wenn wir den Tod aufgeklärt haben? Ja. Und Uta Schilling, die Frau Ihres Bruders, wollen Sie nicht inzwischen sehen? Die hat ihn doch nach Strich und Faden betrogen. Es erbt die auch noch. Ist doch ungerecht. Hat Ihr Bruder Ihnen mal gesagt, was Sie erben würden? Ziemlich viel. Ja, darüber werden wir sicher noch mal mit Ihnen reden wollen. Wiedersehen. Ja, Heimann. Doch, da sind Sie schon richtig. Sagen Sie mir bitte Ihren Namen. Waller ist mein Name, Marion Waller. Ich wohne in der Elisabethstraße 48. Ich habe das Foto von diesem, na, Sie wissen schon, in der Zeitung gesehen. Und den kenne ich. Der ist ab und zu in der Wohnung gegenüber von mir. Und wer wohnt da? Uta Schilling. Ich weiß ja nicht, was das zu bedeuten hat. Ist Frau Schilling jetzt da? Es ist überhaupt niemand da. Es ist alles dunkel. Sagen Sie, Frau Waller, könnten wir morgen früh mal bei Ihnen vorbeischauen? Ja. Gut, danke. Wiederhören. Uta Schilling kennt Boris Schultes. Ist da schon mal was? Wir setzen Observierung an. Sag bitte den Kollegen Bescheid, ja? Bitte, wird doch langsam. Frau Waller? Ja? Sie haben uns doch gestern Abend angerufen. Wir würden gerne mit Ihnen reden. Ja. Wir treffen uns in der Passage. 18 Uhr. Mordkommission 2, Riedmann. Ja, wir haben einen Fall mit einem Gewehr als Tatwaffe. Wo ist das? Ja. Ja, ich habe verstanden. Gut, ich sag Herrn Kress Bescheid und komme dann gleich. Thank you.
Guten Morgen, Herr Chris. Hallo. Morgen. Na, habe ich was verpasst? Nicht wirklich. Die Kollegen vom Einbruch sind fleißig und unsere Spurensicherer auch. Die wissen, um was es uns geht. Ja. Dass wir ein Gewehr suchen. Ja. Fest steht, dass aus dem Waffenschrank ein Gewehr fehlt. Aussage der Haushälterin. Warum wurde der Einbruch erst jetzt entdeckt? Na, der Hausherr ist ein bisschen älter und liegt seit langem im Krankenhaus. Und außerdem ist er Junggeselle. Und die Haushälterin kommt nur alle 4 Tage. Und weißt du, was die mir eben erzählt hat? Boris Schultes war hier eine Zeit lang als Gärtner beschäftigt. Was? Ja. Ist die noch da? Ja, ist sie. Guten Tag. Guten Tag. Was kann ich für Sie tun? Kripo München. Wohnen Hartmut und Bruno Schilling bei Ihnen? Das ist richtig. Sind die beiden jetzt da? Nein, die sind außer Haus. Dann sagen Sie ihnen bitte, Sie möchten uns anrufen, wenn Sie zurück sind, ja? Ist etwas passiert? Was soll denn passiert sein? Ach, ich's vergesse. Wie lange wohnen die beiden schon hier? Herr Hartmut Schilling seit gestern. Herr Bruno Schilling ist schon ein paar Tage da. Wie viele Tage genau? Moment. Genau 6 Tage. Ah. Danke. Bitte. Danke, Wiedersehen. Wiedersehen. Wie findest du das? Bruno Schilling ist schon seit 6 Tagen in der Stadt. Was haben wir gehört? Vor 4 Tagen war ein Einbruch in eine Villa und ein Jagdgewehr ist gestohlen worden. Das kann man doch ganz gut zusammenkriegen, oder? Das kannst du vor allem mit Boris Schultes zusammenkriegen. Der hat als Gärtner gearbeitet. Also die Fingerspuren von Bruno Schultes gehen gleich in den Abgleich mit den Spuren vom Einbruch in der Villa. Gleich? Was heißt denn gleich? Weil gleich heißt nie gleich, das weißt du. Und was hast du über die Schilling-Brüder ausgekriegt? Die haben noch 5 Jahre in der Stadt gelebt. Dann haben sie mit einer Firma einen betrügerischen Bankrott hingelegt. Und dann sind sie einfach so verschwunden. Keine Strafen? Auf Bewährung. Wenn ihr für mich nichts mehr habt, ich muss los. Ja, machen. Wo will er denn hin? Der will im Eisbach fischen gehen. Sie haben eine komische Art, mit der Mordkommission umzugehen. Sie sollten anrufen. Ja, und wir sind irritiert, dass Sie wissen wollen, seit wann einer von uns beiden hier ist. Was soll denn das? Halt den Mund. Wollen Sie sich bitte setzen, ja? Wollen Sie uns verdächtigen, irgendetwas mit dem Tod unseres Bruders zu tun zu haben? Bis jetzt haben wir Sie nur als Zeugen vernommen. Ah ja? Und jetzt? Und jetzt wollen wir wissen, was Sie die letzten Tage hier gemacht haben. Sie müssen nicht aussagen, wenn Sie sich dadurch selbst belasten würden. Also mein Bruder... Ich möchte das von Ihrem Bruder hören. Ich habe versucht herauszufinden, ob wir eine Chance haben, mit unserer Schießbude auf dem Oktoberfest einen Platz zu bekommen. Und dafür haben Sie ganze 6 Tage gebraucht? Ich meine, welchen Grund sollten wir denn haben, unseren Bruder Ulrich umzubringen? Sind 500.000 Euro kein Grund? Er muss weiter rein. Und gegen die Strömung ist genau richtig. Ich glaube, so ist genau richtig. Grüß Gott, die Fahrscheine bitte vorzeigen.
Sehr gut. Vielleicht hätten wir die Schilling-Brüder doch lieber hier behalten sollen. Der Bruno Schilling hat doch keine 6 Tage gebraucht, um festzustellen, dass es für einen Schießstand auf dem Oktoberfest gar keinen Bedarf gibt. Na, dann holt ihn mal wieder her. Na, wenn sie noch da sind. Die gehen nicht ohne die 500.000. Ja, Kästchen? Leo, wir haben ein Gewehr aus dem Eisbach gefischt. Eine Bockbüchsflinte. Und das Kaliber stimmt auch. Und wenn wir Glück haben, stammt die Waffe aus dem Einbruch in die Villa. Dann brauchen wir bloß noch die richtigen Fingerabdrücke aus dem Einbruch. Ja. Damals hilft nichts. Ich muss dich loben. Ende. Und was ist mit uns? Ja, was soll sein? Ihr holt jetzt mal die Schilling-Brüder. Was hört man von der Observierung? Die Uta Schilling sitzt in der Boutique und rührt sich nicht. Sie sollen den Vorhang zulassen. Ich halte es nicht mehr aus hier. Ich kann sich richtig an Sie gewöhnen, aber ich muss Sie gleich enttäuschen. Die Herren Schilling sind heute früh aus dem Haus und seitdem habe ich Sie nicht mehr gesehen. Sie sind doch nicht etwa abgehauen. Ja, das wollen wir nicht hoffen. Rufen Sie uns bitte an, wenn Sie wieder auftauchen. Ach, ja. Die Nummer haben Sie ja noch. Mach ich. Wiedersehen. Wiedersehen. Zeit, dass wir verschwinden. So, wann ist die Testamentseröffnung? Morgen Vormittag. Ich habe schon 2 Tickets für uns. Gut. Übermorgen fliegen wir von Augsburg. Von hier ist zu gefährlich. Manchmal denke ich, dass du bessere Nerven hast als ich. Sag mal, kann ich deinen Keks haben? Polizei, Herr Schulte, Sie sind vorläufig festgenommen. Und Sie kommen jetzt mit mir ins Kommissariat. Danke, Kollegen. Und Sie kommen mit aufs Präsidium. Und wo ist Uta Schilling? Das will ich stark hoffen. Ja, danke erstmal. Bis gleich, Ende. Bin gleich hier. Na bitte, ist doch was. Das Gewehr aus dem Eisbach ist im LKA, zum Schussvergleich. Also ich würde nicht darauf wetten, dass die Schilling-Brüder nicht doch abgehauen sind. Wir sind schon wieder ein Stück weiter. Mhm. Die Kollegen haben Boris Schultes festgenommen. Auf der Flucht, was es alles gibt. Und Uta Schilling? Ist auf dem Weg hierher, begleitet von einem Beamten. Ja.
Herr Schultes, setzen Sie sich. Braucht ihr mich noch? Nee, danke, im Moment nicht. Bin ich mal gespannt, was das soll. Können Sie mir die Dinger hier mal abnehmen? Nee, können wir nicht. Vielleicht nach einem Geständnis. Sie wissen, warum Sie hier sind. Nee. Warum? Warum sind Sie dann geflohen? Ja, so eine Art Reflex habe ich seit meiner Kindheit. Ja, machen wir es kurz. Wir haben Sie im Verdacht, Ulrich Schilling ermordet zu haben. Interessant. Wie kommen Sie darauf? Durch Ihre Morddrohung gegen seine Freundin. Ach, und den Mord an Ulrich Schilling. Wie wollen Sie mir das beweisen? Na, Sie haben doch gedroht, ihn umzubringen. Tja, und? Hat er meinen Bruder auf dem Gewissen? Wann sind Uta Schilling und Sie sich zum ersten Mal begegnet? Ja. Leo, kommst du bitte mal? Ja. Wir haben im Eisbach ein Gewehr gefunden. Und zwar ganz in der Nähe der Stelle, von der aus Ulrich Schilling erschossen wurde. Das Gewehr wiederum stammt aus einem Einbruch, bei dem wir Ihre Fingerspuren gefunden haben. Und mit diesem Gewehr ist Ulrich Schilling erschossen worden. Was sagen Sie jetzt? Sie wollte das Geld, sie wollte was erben und... Stehen Sie auf. Herr Schultes, ich nehme Sie vorläufig fest, wegen des Verdachts, Ulrich Schilling ermordet zu haben. Setzen Sie sich wieder. Meine Kollegen werden jetzt Ihr Geständnis aufnehmen. Tag. Wir wollen zu Herrn Kress. Da muss ich Sie enttäuschen, das wird im Moment nicht gehen. Geht ja doch. Das ist unser Anwalt. Tag. Ja, meine Herren, tut mir leid, dass wir Sie verdächtigt haben. Heißt das jetzt, dass wir gehen können? Ja, heißt es. Tja, dann sollen wir besser nicht auf Wiedersehen, ne? Tut mir leid. Miststück! Ich weiß nicht, was es soll. Frau Schilling, Ihr Freund Boris Schultes ist gerade dabei, ein Geständnis abzulegen. Macht ihr weiter. Und was wir bis jetzt über Sie wissen, reicht völlig aus, um Sie vorläufig festzunehmen, wegen Anstiftung zum Mord.